Studio-Tour läuft. Plus 10, alles klar. Ihr kommt hinterher, ne? Ihr habt gerade nichts zu tun. Sehr gut. Hier macht man die Automatik wieder aus. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid, aber ihr habt sowas ja nicht im Auge. 14.000, ihr kommt also auch hinterher. Sehr gut. Ich könnte vielleicht noch einen Techniker gebrauchen. Kann ich noch einen Techniker einstellen? Ja, ist doch gut. Was haben wir denn noch? Arbeitsmarkt. Programmierer. Haben wir noch einen Techniker? Die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Machen wir hier noch eine Werkstatt hin, die unterstützen die dann und dann können wir immer Automaten bauen. Aber wenn es dann so 16 oder so sind, weiß ich nicht, wie viel wir hier hinkriegen. Ihr Erscheinungsdatum in der Entwicklung. Dann macht doch hierfür nochmal Werbung. Ne? Ja. Wie viele Updates habt ihr denn gemacht? Machen wir für das Spiel nochmal ein. Die können durch, weiß ich nicht, Strahlung irgendwie. So, Red Falcon Down ist komplett auf Null. Dann machen wir da mal wieder 40.000. Stirnlampenbasilisk braucht auch wieder was. 40 Wochen. Dann machen wir mal 100.000. Schade, dass das mit der Tab-Taste nicht geht. 10.000. Dann haben wir da oben auch wieder ein bisschen Material. Seemannslieder könnten wir machen. Vielleicht ein bisschen viel. Aber wir machen unser Geld. Ihr seid alle noch beschäftigt, ne? Gut. 61% erst. 377 Bucks. Ja, so langsam EA. Willkommen. Hier sind alle beschäftigt. Sehr gut. Könnte der Scheiß jetzt mal aufhören? Ich könnte ein bisschen Geld verdienen gerade. Greenbyte hat ein Spiel rausgebracht. Endlich mal. DevKits gibt keine 9. Kopierschutz gibt keine 9. Und Anti-Cheat-Software gibt es eine neue. Komm, die können wir kaufen. Zack. Lizenzen brauchen wir nicht. Bank haben wir gar nichts mit zu tun. Ne? Bei der Bank waren wir schon lange nicht mehr. Ich hätte 5,7 Millionen Kreditlimit. Bei 435 Millionen am Konto ist das ein bisschen dünn. Bank habe ich hier wirklich noch nie gebraucht. Ach, man kann hier auch. Ach, guck mal. Kann hier so gewisse Sachen einfach mal archivieren. Nicht schlecht. Komm, dann schmeißen wir auch die Spielberichte mal weg. Machen wir es hier ein bisschen. Räumen wir mal auf. Schmeißen wir es mal ins Archiv. Was interessiert uns, was wir in den 80ern gemacht haben? Wir sind in den 90ern verflucht.
Ja, wir sind kurz davor, ins neue Jahrtausend zu starten. Das ist entscheidend. Spielkonzepte. Da weiß ich aber nicht, ob ich das will. Komm, lassen wir erstmal bleiben. Ein bisschen aufgeräumt haben wir ja. Läuft hier. 17, 17, 52. Da oben ist ein bisschen was. Da gucken wir nochmal rein. 3000, 3000. Mal gucken, wo das gleich landet. Ihr habt auch nichts zu tun. Doch, da ist gerade was reingekommen, ne? Tanzpad. Was das wieder gekostet hat. Unglaublich. So, mal eben wieder ausbilden. Ihr seid immer noch nicht so weit. Oh ja. Ja, Moment, Red Falcon kann schon wieder nachproduziert werden. Dann machen wir für den singenden Nacktmull auch nochmal eben. Also die Budget-Games sind natürlich ganz nett. Also da kann man nochmal ein bisschen Kleingeld mitmachen. Man kriegt das Lager leer, ne? Wenn man allerdings mal wüsste, was das hier... Wie viele Einheiten sind das? Das ist halt schwer zu sagen, ne? Das ist wirklich nicht so einfach zu sagen. Warte mal, da will jemand einen Witz haben. Ganz sicher? Wow. Aber... 611 Bucks ist ein bisschen Ubisoft, machen wir nicht. Weitermachen. Auf dem Dorfmarktplatz, eine Kundin fragt den Verkäufer, Entschuldigen Sie bitte, sind die Tomaten gentechnisch verändert? Erwidert der Verkäufer, warum möchten Sie das wissen? Meldet sich die Tomate. Ja, warum wollen Sie das wissen? Mach keinen Arztwitz. Können wir schon wieder irgendwas entwickeln hier? 33 sind alle gleich, ne? Und mehr Technologie gibt es ja auch nicht. Ne. Aber dennoch nicht besser. Aber nun, ja. Naja gut, ihr habt ja auch einen ganz komischen Humor. Ihr wollt hier immer Witze hören und dann seid ihr nur am Motzen über die tollen Witze, weißt du? Ich meine, der Niklas ist da der Schlimmste. Super Witze, weißt du? So aus der Hölle. Auch wieder nicht richtig. Geht doch nicht. Die machen noch Sound, die machen noch das und er macht schon Bugs. Wie weit seid ihr denn hier? Ach, ihr seid auch gleich fertig. Na, ist doch super. Upedates. Kostenloses Upedate. Warum bauen wir... Lohnt sich das für den noch einen zu machen? Lohnt sich nicht. Der Stirnlappenbasilisk kriegt noch. Sollen wir hier noch welche machen oder nicht? Wird nochmal eine kleine Nummer nachgeschoben, 3000.
So, dann machen wir davon 200.000. Na, so ein paar Reste überbleiben ist das ja nicht schlimm, aber. So, ihr seid noch dran, ne? Aber Polishing, ja, ihr seid immer noch nicht fertig. Völlig egal, was ich hier raussuche. Hat doch keine Auswirkung. 120, dann wären wir wahrscheinlich so bei 11. Genau, 11,6, sag ich doch. Völlig egal, was du da machst. Und wir haben ja was im Zulauf. Also ist ja nicht so wie bei armen Menschen hier. Und ich glaube, damit war es das hier für den Stirnlappen-Basilisk. Da gehen wir jetzt, glaube ich, keine... Red Falcon brauchen jetzt wieder was. Machen wir eben 30.000 Spiele. Lager ist schön leer, ne? Das haben wir schon im Griff. Jetzt könnte es ein Problem gehen, weil jetzt gehen die Verkäufe wieder hoch, ne? Machen wir noch oder nicht? 5.000 und 2.500. Ich glaube, große Mengen müssen wir ja auch nicht mehr produzieren, ne? Hier scheint auch nicht mehr viel zu passieren, ne? Ich habe da gerade schon wieder irgendwas nicht gelesen, habe ich das Gefühl. Irgendwas war doch da wieder. Na, 13 Millionen finde ich für die Automaten auch gar nicht so schlecht. Also. Dafür, dass wir immer mal wieder so ein Automatenspiel machen... Finde ich das gar nicht so schlecht. Oh, hier nochmal 30. Sehr gut. Hier nochmal 30. Und dann machen wir hier nochmal 30. Mal gucken, wie schnell die weg sind. Bestellungen für Red Falcon Down 5. Oder die Waldfee. Nicht schlecht. Warum läuft denn das so gut?
Was wir mal machen könnten, wäre ein Spezialmarketing. Wir versuchen mal mit dem singenden Nacktmullen Überhype zu erzeugen.